Heute, was geht ab, Leute? Hongya. Mit der zweiten Folge, wo wir uns die alten Folgen anschauen. Anlässlich des kommenden zweiten Jubiläums von Pokémon Go schauen wir uns nochmal die allerersten Folgen an. Die verrückte, geile Zeit damals. Ich bin momentan in Dortmund. Ihr seht ein paar Videos, die habe ich vorgedreht. Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr, was in Dortmund alles passiert. Ansonsten legen wir gleich mal los. Das ist die zweite Folge. Die erste Folge war so sinnlos. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hingegangen sind. Und wir haben über so einen Schwan geredet. Aber okay. Folge 2. Ostbahnhof. Oh. Bordeauxplatz. Der Hotspot schlechthin in München. Alter, das war damals so voll dort. Wir kommen natürlich aus dem Containment. Jetzt gehen wir zum Hotspot. Wir kommen. Der Bordeauxplatz, ja, der ging ab. Sind immer 4 Lockenhühner an. 4? Das klingt so krass damals, aber 4 ist nix. Man kann sich, also, ich habe gestern an einem Tag, habe ich 180 Bonbons gemacht. Das ist echt heftig. Pokémon ist hier immer 3 Bonbons und wenn man es verschickt, ist halt das 4. Hätte man gleich am Anfang ein paar Gyarados machen können. Vor allem am Anfang hat Gyarados. Das ist schon sehr, sehr gut. Irgendeine Drachenattacke gehabt, Legacy Moveset ist es jetzt. Ja, und also Gyarados hat eine Menge Legacy Movesets, ja, aber das war nicht schlecht. Hat man Gyarados. Ihr habt ja gesehen, gestern hier wurde ein Screenshot geschickt, ich habe 4 Gyarados schon. 4 Gyarados, ja, das ist ja, eigentlich ziemlich heftig. Leider nicht, ja. Bisschen am Leiden. Ist ja auch Team Rot. Vor allem wenn man bedenkt, dass jetzt Leute immer noch Probleme hatten, 400 Kappa-Dobobons zu sammeln für die New Quest. So. Arena Challenge wahrscheinlich, können wir noch die mir am Labern. Er denkt echt, der war krass. Damals war er echt der krasseste von uns. Battles. Vielleicht noch magisch, aber. Das könnte man auf jeden Fall geil filmen und auch wahrscheinlich geil kommentieren. Im Vergleich zu jetzt halt ist schon krass der Unterschied. Auch Team Low. Selbstverständlich. Und der ist auch sehr weit. Der braucht schon Gyarados und Dragoran. Also das ist echt nicht schlecht, das war im September. Also eineinhalb Monate zu weit. So, weiter geht's nach der Werbeunterbrechung. Ja, sag mal, was so hier der Deal ist. Momentan. Wo sag ich mein Handy? Wieso hab ich mein Handy nicht an? Hier auch wieder Carpo-Dominier, weil am Stachus ist auch ein Hotspot. Stachus, ja, letzte Folge haben wir drüber geredet. Da war sogar ich schon. Ja. Nicht YouTuber, Spieler. Ja, ja. Nicht YouTuber, also die uns halt followen. So, natürlich wieder der Pokémon-Song. Ah, ne. Ja, doch. Das ist die Ingame-Musik. Und das ist der krasse Freund von Dino. Dino ist süchtiger Freund. Ja, Mann. Aber manchmal war er auch in ein paar Videos. Aber er war der Erste, der aufgehört hat. Sogar vor Bargisch. Wo gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt. Sogar vor Bargisch. Ostbahnhof, Bordeauxplatz. Was gibt's da so? Da gibt's ganz viele Carpadors. Carpador. Okay. Jeder sagt, erzähl von Carpador am Bordeauxplatz. Das ist übrigens der Vasili. Ich hoffe, du nimmst dich von einer guten Position auf, dass ich etwas. Alter. Irgendwie ist das so trübe, die Kamera. Yes. So als hätte ich hier die Linse nicht geputzt. 22. Oh, ich war 22. Die werden einen Dratini verpasst. Aber früher konnte man unten in der U-Bahn S-Bahn noch zocken. Ja, früher ging es noch ab und zu. Jetzt kommt direkt kein GPS-Signal gefunden. Deswegen taugt mir auch Jurassic World momentan. Das kann man immer noch in der U-Bahn zocken. Das Video ist fast perfekt, das geil aus. Über 2000 WP. Weil 2000 war damals echt krass, Mann. Kannst du mal den Hotspot filmen, dann siehst du halt, wie viele Leute da halt sind. Ja, Mann. Am Anfang waren echt so viele Leute dort. Wenn du hier Pokestops mit Lokmodul gibt, sondern. Du hast drumherum nochmal 2 jeweils, also insgesamt nochmal zusätzlich 4 Stück. Also 8 gesamt, das ja. Das sind 8 Pokestops, die du immer abklappern kannst. Zusätzlich zu dem Kabel. Ist okay. Nest. Damals kannten wir halt das Schloss noch nicht, Schloss Oberschleißheim. Ja, für Team Gelb auch gut, Mann.
kannst du viel erreichen. Team Gelb, beste Mann. Schauen, dass du im Bordeaux Platz bist, wenn du sie brütest. So ein Schmarrn jetzt, oh mein Gott. Wenn der Ort eine Rolle spielt. Der Ort spielt keine Rolle, wo man die brütet. So verrückte Theorien gab es am Anfang. Diese verrückten Theorien am Anfang, das sind die besten. Damals die Theorie, ausgehend davon, was man brütet, also wo man es brütet. Eine gelbe Arena. Aber, naja. Stabiler Wurf, was sie nimmt. Was hört man, befreit sich jetzt? Ja, voll. Und gleich bewerten lassen. Das Bewertungssystem kam neu raus da. Und er ist scheiße. Es war brandneu. Alter, wo ist mein Handy eigentlich? Wieso zock ich nicht? Echt verrückt. Traumato damals übrigens eine Plage, öfter als Radfratz. München war Traumato-Nest, überall nur Traumato. Okay, Mann. Das war nicht mehr normal, wie viele Traumato es gab. Kannst auch Sachen rausschneiden, oder? Ich wollte auch schon sehen, was Schlimmes sagt. Die Arena wird gekickt. Schade, natürlich jetzt. Wir sind beim Ausbau. Damals haben Arenen echt ständig gewechselt. Es war ja noch sehr viele aktive Spieler. Das heißt, heute gibt's Tour Talk. Oh mein Gott. Mit Regentanz. Mehr zum Tour Talk demnächst in einer anderen Folge. Alter, das mit dem Tour Talk, zu krass. Also Leute, wir sind jetzt gleich beim Hotspot. Hier, das sind die zwei Äußeren, wo man hier noch die Pokébälle zusätzlich einsammeln kann. Und hier in der Mitte sind die noch so haben echt Geld raus. Dauernd gebrannt. Dauer. Genau. Egal wann und wo, egal wann man dort war, es hat immer geleuchtet. Okay, jetzt seht ihr, wie voll das damals war. Aber ihr erinnert euch sicher auch an den Sommer, die Zeiten damals, wie voll das war. Später werdet ihr auch mal sehen, das müsst ihr auch, das musst du auch filmen, wenn etwas spawnt, was ein bisschen außerhalb ist. Ja, Mann, das war krass. Jedes Mal, wenn irgendwas krasses gespawnt ist, das Lustige ist jetzt, alle dahin gelaufen. Waren halt dann immer so Schlaumeier, die geschrien haben, Lapras, Draburan, die ganze Menge steht auf, oh, weiß nur nicht, vor allem Draburan, ja. Also Lapras ist da echt oft gespawnt, aber Draburan nie. Das ist noch gut. Alter, wie voll das war. Okay, wir fangen mit dem Dach an. Schon gleich erschienen. Tentacher, Alter. Das muss man doch nicht mal erwähnen. Tentacher. Ah, man muss damals dazu sagen, damals gab es nicht so viele wilde Spawns. Weil jetzt läuft man rum und ohne Modul kommen 1000 Pokémon. Damals waren die richtig, richtig selten. Nur am Lockmodul kamen echt welche. Deswegen war das so interessant, dieser Hotspot. Mit den 4 und den 3 beim Stachus oder so. Wenn du einfach so in der Gegend rumläufst, es kamen nicht so viele Pokémon. Es gab nicht so viele Spawnpunkte. Die wurden später erst hinzugefügt. Alter, sind das viele. Das ist so wie C-Day, Mann. Wenn jetzt C-Day ist, gibt's nicht mal so viele Leute. Schauen wir mal, ob wir irgendjemanden erkennen. Den kennen wir. Man kann schön mit die Stops mitnehmen. Kennt man den? Nee, kennt man nicht. Es ist immer geil zu sehen, wer damals zufällig in der Kamera ist, den man dann später erst kennenlernt. So. Wen kenne ich? Ich sehe niemanden. Ja. Das hat echt jeder gezockt. Zu Köstermods. Nee, Mann.
Alter, zu heftig, Mann. Die Leute nehmen sich Decken mit und essen und... Alter, das war echt zu schlimm damals. Das ist keine schlechte Aussicht, dass da uns was Gutes wäre, wenn bis jetzt so nichts gekommen ist. Alter, was sind das für Folgen? Es passiert echt gar nichts. Hier kannst du dich in 3 Tagen auf 20 pushen. Alter, wieso ist das so dunkel auf einmal geworden? Was ist mit der Kamera? Und jetzt auf einmal so, habt ihr das gesehen? Dieser Sprung von dunkel auf hell. So, das Kamera hat zum 4. Mal gefallen. Mein Gott, da ist es. Es ist kein schlechtes, hat 150. 150 ist echt nicht schlecht. Ich habe letztens 183 gefunden, das war schon sehr, sehr schön. 183? Das ist auch zu einem 1900er Garados geworden. Ohne Push. Sehr also, schlecht eigentlich. Das ist mein zweites Knappes. Mein zweites Ding. Zum Beispiel schon, die Karte rauskommt. War es schlecht? Ich weiß nicht. Das hat 16 bei mir. Ich erwarte, das nächste, das kommt, ist ein Pokémon dann gleich. Also. Ihr seht, damals schon wird ein Problem. Wird immer ein Problem. Weil wir haben die Vermutung, dass die Pokémon dann gleich sind. Was die Werte angeht. Und die Vermutung stimmt? Gleicher Level, gleiche Pokémon, gleiche Werte. Also damals zumindest für jeden 22er zum Beispiel das gleiche Pokémon. Und ab 30 dann für alle gleich. 588, 616. Okay, das ist unterschiedlich. Wir wollen ein Pokémon, die Werte. Kommt es dazu? Das ist unterschiedlich. Die Levels haben wir verschiedene Levels. Genau. Wenn wir gleiche Level machen, weil er ist jetzt vor kurzem mal ins Hörn gekommen. Kam exakt immer das gleiche von den BPs. Und auch die Eigenschaften waren gleich. Jetzt wollen wir aber sehen, auch wenn wir zwischen Level sind, ob die gleich, bei den gleichen Pokémon spawnen, ob die Eigenschaften IV. Damals gab es noch kein Bot dafür. Ich hab meinen Okay. Also ich bin sicher nicht hart, natürlich. Alter, wo filme ich hin eigentlich? Ihr seht, ich hatte damals nicht mal die Kamera unter Kontrolle. Okay. Was ist bei dir? Also bei mir ist es der Dramato, wird im Kampf insgesamt wahrscheinlich keine große Fortschritte machen. Also der schlechteste Satz. Also jetzt direkt wieder. Der Dramato Kampf ist okay. Seine beste Eigenschaft ist offensichtlich sein Angriffswert. Ja, genau. Ich muss sagen, dass es von seinen Werten. Okay, ja. Das ist genau das Gleiche. Also scheinbar sind es von den Ives sind es scheinbar die gleichen Pokémon, aber je nach Level unterscheidet sich dann halt die WP. Das heißt, jeder hat die gleiche Chance auf das gleiche Pokémon von den IVs her, aber nicht von den WP. Ja, stimmt. Damals waren noch alle IVs gleich. Alle das heißt, IVs für alle gleich. Auf das gleiche Pokémon von den IVs her, deswegen brauchte man für Maps keine Level 30 Bots und deswegen liefen alle Maps. Und dann hat Niantic das geändert. Unter Level 30 alle unterschiedlich. Ja, deswegen musste man die Bots alle auf Level 30 hochleveln für die Maps. Fallen immer wieder raus. Aber so, damals war es auch echt. Aber damals konnte man keine IVs scannen, sondern nur Ding. Sondern nur die Orte, die Pokémon. Aber nicht die IVs. Das ist ziemlich gut. Mega klar. Aber leider hat es schlechter. Also, wenn diese Nachricht kommt, der Mirapla wird im Kampf insgesamt wahrscheinlich keine. Mein Gott, Mirapla. Das sind dann halt Pokémon, die ganze Welt. Okay. Ich kann auch mal vergleichen, ob es bei mir das gleiche sagen wird, wenn ich es sagen sollte. Ja, wird's. Es hat dieselbe wie. Es wird bei mir das gleiche halt sagen. Bei mir wird insgesamt wahrscheinlich keine Großfalsche. KP und ich bin mit Werten. Genau, KP. Ja, eigentlich ist es alles für alle, glaube ich. Wir verschicken sowas direkt an, du möchtest es wahrscheinlich haben, weil es sehr stark werden würde. Aber wir achten halt auch auf die versteckten Verteidigungen. Auch bei IVs achten die, wow, krasse Spieler. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, es muss alles perfekt sein, aber das ist halt die schlechtmöglichste Bewertung, die du kriegen kannst. Das heißt, es ist zwischen 0 und 40% oder 49%, glaube ich, war das. Das kannst du dann vergessen, das ist halt wirklich Osana. Da hat er recht. Das ist Osana schon. Habe ich schon Osana? Bevor ich mein Zimmer verlassen habe. Rosana hat gehört, ich habe so am Anfang mein Zimmer gar nicht verlassen. Okay, das ist geil.
Ich hätte das auch gerne. Hier so eine Wohnung haben. Ja. Ja? Aufstehen und dafür Pokémon fangen. Haben viele. Unter anderem Susi. Die wohnt direkt am Bodoplatz. Kommt von zu Hause an drei Stops heran. Schon der Fälle plane ich ein, aber ich hab's nur zweiten gemacht. Das hat aber nur 400. 400 auf der Leiter. 900. Ja, das ist ich auch ein bisschen geflogen. Das ist natürlich sehr gut, wenn du nach 5 Fällen dein Pokémon hast. Leide nicht, Vasili, leide nicht. Alter. Wollte ich mich hinsetzen. Aber echt wenig Action, Mann. Muss schon sagen, wir brauchen da mehr Action. Ich hab kein Problem noch zu stellen. Wir haben schon einen leidenden Team, der kann nicht mal mehr stehen. Ich war mit meiner Schwester einkaufen. Er war mit seiner Schwester einkaufen. Immer diese Ausreden, immer diese Ausreden. Erzähl nochmal von seinem Ding. Erzähl nochmal, wie krass sein Ding ist. Ja, sein Ding ist, also sein Carbador, nicht sein Ding, ne? Sein Carbador. Er entwickelt irgendein krasses Carbador? Keine Ahnung, Mann. Alter, tot, wenn du jetzt. Nette Air Force One. Windhose kriegst tot. Das sind doch richtige Schuhe. Moment, der war. Feuerrote betrachtet uns, wäre die beste Bombe. Ja. Hydro-Pumpe wäre auch noch gut. Mit dem GoPro. Oh mein Gott, oh. Ich weiß es. Mich interessiert so gar nicht. Und die leiden. Wie das die Attacke rot? Oh! Oida, ja, was, egal. Was ist denn mit Feuerrot immer bei Füßen? 2K. 2K. Ich meine, wir hatten den Durchspannen. Naja. Also, Biss ist unter den Top 10 der Fast. Biss ist jetzt. Was ist passiert? Erzähl mal ein bisschen. Gell, was ist da passiert? Ich habe einen Carpador entwickelt und. Wie wir sehen, hat es recht gute Attacken. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn es Feuerodem gekriegt hätte. Feuerodem, längst zu Hause. Aber drauf geschissen, weil Drachenpuls und Biss. Top. Mit fast perfekten Ives. Yo, das war's oder was? Servus. Oh mein Gott, Nico. Mit dem Yu-Gi-Oh! Outro. Auf jeden Fall. Das heißt IV-Mann, nicht Ives. Vasili. Er hat es bisher immer noch nicht gelernt. Aber ja, was für eine Folge. Ein Gagados. Das war so die Action in diesem Video. Also echt krass, wie schlecht die Videos damals waren. Echt nichts passiert. Wir sind zum Bordeaux-Platz gegangen und das war's. Ich habe mehr vom Weg gefilmt. Irgendein Typ hat da einfach so ein Gagados entwickelt, das irgendwie Biss bekommen hat, was eigentlich endschlecht ist. Aber ja, das war's von der Folge. Folge Nummer 2. Ich bin nicht begeistert von den alten Folgen. Ein paar Sachen sind echt lustig, aber im Großen und Ganzen waren wir so schlecht, so richtig schlecht. Aber ja, ich bin in Dortmund. Das Event ausnutzen, mal schauen, wie es so wird. Videos dazu werden demnächst folgen. Am Wochenende jetzt und die Tage drauf kommen erstmal ein paar von diesen React-Folgen zu den alten Zeiten. Anlässlich des Jubiläums und weil ich halt unterwegs bin. Mal schauen, wann ich wieder fit bin, um die Videos von Dortmund zu bearbeiten und hochzuladen. Folgt mir auf Instagram, falls ihr wissen wollt, was so in Dortmund abgeht. Aber das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt in den Kommentare, ob ihr dieses Video gesehen habt. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.